So, wir haben hier eine kreisförmige Masse M1, an der eine Masse M2 hängt, beide 10 Kilogramm, eine Massendose, reibungsfreie Umlenkrolle, undehnbare Massendose, Seile, S1, S2, S3, S4, eine Masse M4. Die Masse M4 sind 100 Kilogramm. Hier die Reibung μ, Gleitreibung gleich Haftreibung gleich 0,3, Alpha gleich 30 Grad. Es soll eine Länge von 2 Metern hier zurückgelegt werden. Die Frage ist, wie lange braucht die Masse, wenn sie aus der Ruhe heraus startet? Und wir können loslegen. Typisch dafür der Ansatz von der Lambert. Wir können also hier im Prinzip sagen, wir haben hier erstmal eine Gewichtskraft. Das ist M4 mal G. Die teilen wir auf und bekommen eine Normalkraft. Die ist gerade Wurzel 3 halbe M4 mal G. Wurzel 3 halbe ist der Cosinus von 30 Grad. Damit haben wir eine Reibungskraft. Die ist μ mal der Normalkraft. Und dann haben wir natürlich die andere Komponente. Wirkt also jetzt in der Richtung. Ja, wenn ich also M mal G aufteile, das hier verursacht die Normalkraft. Und der andere Term ist M mal 4G halbe, die sogenannte Hangabtriebskraft. Außerdem haben wir noch eine Koordinate x in dieser Richtung und setzen hier also an die Beschleunigung M4 mal x2 Punkt als d'Alembertsche Trägheitskraft. Also der d'Alembert setzt an Masse mal Beschleunigung in negativer Beschleunigungsrichtung und macht danach normales Gleichgewicht oder virtuelle Arbeit. Hier treten keine weiteren Kräfte auf. Hier, diese Sachen hier, die gehen jetzt runter. Hier habe ich also erstmal die Masse m2 mal g. Dann, wenn das runtergeht, geht der hoch, also geht die Beschleunigung runter. m2 mal x2 Punkt halbe. Dieses Seil geht also mit x2 Punkt nach oben. Dieses Seil geht auch mit x2 Punkt nach oben. Hier ist der Momentanpol. Dieser Punkt ist in Ruhe. Wenn es hier mit x2 Punkt nach oben geht, geht der mit x2 Punkt halbe nach oben. Hier natürlich die gleichen Kräfte drin. Hier habe ich also m1 mal g und hier habe ich m1 mal x2 Punkt halbe. Und außerdem dreht sich die Rolle. Die Masse rutscht runter. Das Ganze dreht sich nach da. Deswegen ein Massenträgheitsmoment. Und das ist m1 r Quadrat halbe mal phi 2 Punkt. Und das phi 2 Punkt ist gerade x2 Punkt dividiert durch 2a. Das kriege ich eben raus, indem ich die Beschleunigung hier ausrechne. Also phi 2 Punkt mal die Strecke 2r muss gerade x2 Punkt sein. So, dann können wir loslegen. Sinnvoll ist natürlich wieder das mit dem Verfahren von d'Alembert in Verbindung mit der virtuellen Arbeit zu machen. Dabei fallen alle Seilkräfte weg und ich kann sagen, wenn ich mir die Masse hier angucke, dann gilt erstmal m4 mal g halbe minus nü mal m4 mal g mal Wurzel 3 halbe und minus m4 mal x2 Punkt. Das ist die resultierende Kraft in der Richtung hier. Und die wird mit Delta x multipliziert. Das Ganze wird also um eine Strecke Delta x nach hier verschoben. Und wir sagen, Kraft mal Verschiebung ist die Arbeit. Hier entsteht nichts. Jetzt haben wir hier die beiden Massen, die nach unten verschoben werden. Dabei geht also, wie gesagt, die Masse geht nach oben um eine Strecke Delta x halbe. Und dann haben wir diese Kräfte hier. Also kommt jetzt darauf Minus. Das ist erstmal M1 plus M2 mal G plus M1 plus M2 mal x2 Punkt halbe. Und das Ganze wird multipliziert mit Delta x halbe. Und dann leistet noch dieses Moment hier Arbeit. Also minus M1 r Quadrat halbe mal phi 2 Punkt ist x2 Punkt durch 2a. Und das Moment wird verdreht um einen Winkel Delta x durch 2r. So, und das Ganze ist die virtuelle Arbeit, die 0 sein muss, weil das System im Gleichgewicht ist. Die Seilkräfte heben sich dabei jeweils raus. Ich gehe also nochmal durch, was wir hier haben. Wir haben hier alle Summe der Kräfte, die an diesem Teil wirken, bis auf die Seilkraft, wird verschoben um eine Strecke Delta x.
die Trägheitskräfte dabei immer negativ. Wenn man da also ein positives Vorzeichen hat, kann man sehen, dass es sich, dass man sich vertut. Und alles, was in Richtung der X-Koordinate ist, ist positiv. Alles, was entgegenwirkt, negativ. Dann gehen diese beiden Massen hoch und runter. Also im Prinzip gehen sie gerade um Delta X halbe hoch und die Kräfte gehen nach unten, deswegen Minus. Und das sind die Gewichtskräfte und die Trägheitskräfte. Wie gesagt, hier ist X, hier ist X, hier ist X halbe. Also x halbe und die Verschiebung ist auch Delta x halbe. Und dann haben wir noch einen Moment, das ist das Moment in der Rolle. Massenträgheitsmoment der Kreisscheibe mr² halbe mal phi 2 Punkt von der Kreisscheibe und mal Delta phi. Das hier entspricht also phi 2 Punkt und das hier Delta phi von der Rolle. So, jetzt können wir also im Prinzip das Delta x rauskürzen und gucken, was da übrig bleibt. Dann habe ich m4 mal g halbe. Minus μ Wurzel 3 halbe m4 mal g minus m4 mal x2 Punkt minus m1 plus m2 mal g mal 1 halb minus m2 plus m1 plus m2 mal g mal x2 Punkt durch 4 und minus m1 mal x2 Punkt dividiert durch 8. So, und das Ganze ist gleich 0. Und dann können wir sagen, daraus folgt, dass x2 Punkt ist gerade gleich m4 mal g halbe minus μ Wurzel 3 halbe m4 mal g und minus m1 plus m2 mal g halbe. Das ist also sozusagen die Antriebskraft, die wir haben, die Hangabtriebskraft von dieser Masse, minus der Reibungskraft und minus diese beiden Kräfte hier, die aufgrund der Kinematik durch 2 geteilt werden müssen. Und im Nenner haben wir die ganzen Trägheitskräfte. Da haben wir erstmal die Masse m4, die ganz eingeht. Und dann haben wir da noch stehen m1 plus m2 dividiert durch, was haben wir da beim x4? Da ist ein g zu viel, m1 plus m2 mal x2 Punkt Viertel. Da war ein kleiner Fehler drin. So, und jetzt kommt noch minus m1 Achtel, allerdings auf die andere Seite gebracht plus. Also m1 plus m2 durch 4. Die Masse m4 und nochmal die Masse m1 durch 8 für die Drehung. Und damit bekommen wir raus für die Winkelgeschwindigkeit 1,294 Meter pro Sekunde Quadrat. Das ist also die Beschleunigung, die können wir auch a nennen. Und damit haben wir schon den wesentlichsten Teil der Aufgabe gelöst. Jetzt können wir sagen, x2 Punkt ist gerade a, x Punkt ist gerade a mal t, Integration plus v0, Anfangsgeschwindigkeit ist 0, x ist gleich a t Quadrat halbe plus x0. Wir legen die Koordinate im Ausgangspunkt fest, lösen das Ganze nach der Zeit auf und erhalten die Wurzel aus 2 l dividiert durch a. Für x setzen wir also l ein und können die Zeit ausrechnen. Und diese Zeit sind dann 1,076 Sekunden. So, jetzt kann man auch die ganzen Kräfte bestimmen, wenn ich für dieses Teil hier einen Schnitt führe. Ich mache hier jetzt also den Schnitt 1. Dann kann ich noch ausrechnen, wenn ich das will, wie groß die Seilkraft S4 ist. Dann kann ich sagen, diese Seilkraft S4, die ist gerade gleich m4 mal g halbe minus μ mal m4 mal Wurzel 3 halbe minus m4 mal x2 Punkt. Und für die Seilkraft S4 bekommen wir raus 106,2 Newton. Dann mache ich die Summe der Momente an der Umlenkrolle. Das ist also der Schnitt römisch 2. Und dann folgt daraus, die Seilkraft S3 ist genauso groß.
Dann kann ich hier die Summe der Momente machen. Ich schneide also jetzt hier frei, trage eine Seilkraft S3, eine Seilkraft S2 an. Ich kann den Schnitt hier nochmal machen, der ist ganz interessant. Also hier eine Seilkraft S3, hier eine Seilkraft S1, hier eine Kraft S2. Und dann haben wir außerdem noch im Mittelpunkt hier wirken. Ich setze das ein bisschen ab, damit man es besser sieht. Also eine Kraft M1 mal G. Dann haben wir nach unten wirken eine Kraft M1 mal X2 Punkt halbe. Und wir haben gegenüber der Drehrichtung, die Drehrichtung ist wie gesagt, weil das Ding nach oben geht, dreht sich das so rum. Also müssen wir das Trägheitsmoment so rum ansetzen. Und das ist M1 R² halbe mal X2 Punkt durch 2. Ja, ich denke, das hatten wir schon vorher da stehen. Durch 2R. Winkelgeschwindigkeit. So, und jetzt kann ich die Summe der Momente und die Summe der Kräfte machen. Ich habe also einmal die Möglichkeit, hier das Ding kann ich auch freischneiden. Das sieht so aus. Da habe ich nach oben die Seilkraft S2. Nach unten habe ich M2 mal G. Nach unten habe ich M2 mal X2 Punkt halbe. Und dann kann ich erstmal die Seilkraft S2 aufstellen mit diesem Schnitt hier. Und dann bekomme ich raus, dass diese Seilkraft S2 gerade ist M2 mal G plus M2 mal X2 Punkt halbe. Und was haben wir raus für die Seilkraft? 104,6 Newton. Jetzt kann ich die Summe der Momente oder die Summe der Kräfte machen und die Seilkraft 1 ausrechnen. Und da kommt beides mal das gleiche raus. Wenn wir zum Beispiel die Summe der Momente machen, dann kann ich sagen S3 mal R minus S1 mal R minus M1 R² halbe mal Phi 2 Punkt ist X2 Punkt durch 2R. Und das Ganze ist gerade gleich 0. Und wir lösen nach der Seilkraft S1 auf. Und diese Seilkraft S1 auf die andere Seite gebracht ist also S3 minus M1 mal X2 Punkt durch 4. Und was kriegen wir für die Seilkraft S1 raus? 103 Newton. So, und die können wir auch anders mal ausrechnen oder wir können die Kontrolle machen. Wir können also sagen, die Summe der Kräfte liefert jetzt S1, wirkt nach oben. Und S3 wirkt nach oben und nach unten wirkt die Seilkraft S2 und nach unten wirkt M1 mal G und nach unten wirkt M1 mal X2 Punkt halbe. Das ist gleich 0 und das wäre also die Probe und die Probe scheint tatsächlich hinzuhauen und damit wäre die Aufgabe fertig. Die Ausrechnung der Seilkräfte ist eigentlich unnötig. Die brauche ich nur dann, wenn ich eben nur mit Gleichgewicht vier Gleichungen und vier Unbekannte aufstellen will. Dann müsste ich das gesamte Gleichungssystem lösen und mit der virtuellen Arbeit muss ich also keine einzige Seilkraft bestimmen und kann die Aufgabe wesentlich eleganter lösen. Nochmal zur Kinematik. Es geht also darum, wenn wir hier eine Beschleunigung x2 Punkte haben oder auch einen Weg Delta x, dann kann ich sagen, geht derselbe Weg hier nach oben. Diese Rolle hier dreht sich um diesen Punkt hier, der unbeweglich ist. Hier habe ich also x2 Punkt und ich kann sagen, dass Phi 2 Punkt mal 2a die Beschleunigung x2 Punkt ist. Dadurch komme ich an diese Winkelgeschwindigkeit und dann kann ich genauso gut sagen, dass dieser Mittelpunkt hier dann nur noch um x2 Punkt halbe nach oben geht und das, was der Mittelpunkt macht, macht die Masse unten genauso.